Böse, bissig, provokant wie selten zuvor. Die Düsseldorfer Jecken nehmen in diesem Jahr besonders den neuen US-Präsidenten Trump aufs Korn. Hier versucht er, die Freiheitsstatue zu vergewaltigen und damit sinnbildlich die Demokratie, bis die sich wehrt. Der Karneval findet in 2017 selbstverständlich im Schatten von Donald Trump statt. Also, und er ist ja auch nur ein Symptom für die ganze rechtspopulistische Welle, die so über den Globus rollt. Und das ist natürlich großes Thema bei den politischen Wagen in diesem Jahr. Das muss der Satiriker selbstverständlich aufspießen, ganz klar. Zum Beispiel so, als fiese, nimmersatte Raupen futtern sich Putin, Erdogan und Co. durch die Demokratie. Die polnische Regierung frisst die gleich ganz und hinten kommt eine Diktatur heraus. Satire gedeckt durch die Narrenfreiheit. Den Jecken gefällt's. Dass der Politik dabei ist, das macht ja diesen Zug aus. Das ist einfach klasse. Das müssen sich die Politiker eine Scheibe von abschneiden, weil das, was sie verbockt haben, das sehen sie dann hier. Ohne Politik kann Karneval gar nicht leben. Das gilt auch für die Narren in Mainz. Hier machen sich die Fasnachter über die kommende Rente mit 90 lustig. Und Erdogan machen sie zum rabiaten Gärtner, der die Pressefreiheit niedermäht. In Köln feierten und schunkelten mehr als 1 Million Jecken und bejubelten Bundeskanzlerin Merkel als hilflosen Marienkäfer auf dem Rücken, während SPD-Herausforderer Schulz von hinten heransummt. Und von oben warf NRW-Ministerpräsidentin Kraft mit Kamelle.